Das Museum Wellpark hat eine Serie zur Architektur begonnen. Wir haben das letztes Jahr mit Searches & Bates Architects gestartet und zeigen dieses Jahr Sauter Fomos, ein anderes Büro aus der Schweiz. Wir haben uns speziell fokussiert auf Zusammenarbeiten mit Büros, also Autorenarchitektur. Das ist ein Format, das heute kaum mehr vorkommt im Bereich der Architekturausstellung. Und wir haben uns ganz bewusst entschieden, mit Architektinnen und Architekten zusammenzuarbeiten. Sauter Fomos wurde gegründet von Florian Sauter und Charlotte von Moos 2010 in Basel. Aktuell sind sie in Miami tätig, also sie sind ein Büro, das auf beiden Seiten des Atlantiks tätig ist. Sie wechseln immer noch zwischen Miami und Basel. Sie sind heute vor allem auch in der Lehre tätig, also sie arbeiten an der University of Miami und unterrichten da. Ja, Sauter Fomos baut für Menschen. Und schon in einem fast romantischen Sinn ist es eine menschliche Architektur. Und das hat zu tun mit der Abfolge der Räume. Ihre Räume sind nie Schutzräume, es sind nie Kapseln, sondern es sind Räume, die immer den Dialog mit dem Außen fördern oder suchen. Und hier sehen wir ganz typisch dieses Innen und Außen, also diese Nähe zum Park oder zum Außenraum, die über diese Fensterfront signalisiert ist und auch ein Thema aufnimmt, das im Altbau vorhanden ist. Also wir sehen hier einen Teil des Altbaus, der hier ergänzt wird durch diese Villa Hammer, und das finde ich sehr, sehr schön. Wir sehen auch, dass es unterschiedliche Räume gibt, also höhere Räume, kleinere Räume, sodass es auf die Bedürfnisse der Benutzenden Rücksicht genommen wird. Das ist Ihr erstes Projekt. Haus mit Baum. Sauter Fomos sind mit diesem Projekt bekannt geworden. Es wurde stark rezipiert in der Architekturkritik, international. Es ist Ihr erstes Projekt, was Sie realisiert haben, haben dafür auch einen Preis erhalten. Es steht in Basel. Und ich glaube, es steht auch für Ihr Verständnis der Architektur. Das ist typischerweise eine Ergänzung, es ist eine Erweiterung eines schon bestehenden Hauses.